Hallo meine lieben 1000 PS TV-Zuschauer. Ihr seht, das ist echt. Ich kann ja wirklich ein bisschen Gelände fahren. Und wie sagt man doch so schön, also ich nicht schön, wie sagt man so schön, aller guten Dinge sind drei. Nach der Triumph Tiger 800 und der Honda Africa Twin Adventure Sports habe ich nun die Ehre, und es ist wirklich eine Ehre, weil sie sehr gut fährt, die BMW F850 GS, die darf ich hier testen in Spanien. Und ob der Spruch, das Beste kommt immer zum Schluss, auch stimmt, das erzähle ich euch ein bisschen später. Bei der BMW F850 GS ist es ein bisschen anders als bei den beiden Adventure Bikes, die ich heuer schon testen durfte. Ich habe nämlich Offroad begonnen, was für mich immer so ein bisschen ein Risiko ist, wenn es mich da jetzt so arg auf die Pfeife haut, Offroad, weil ich das ja eben nicht so gut kann. Wäre es ja möglich, dass ich mich verletze und dann am Nachmittag nicht mehr Onroad fahren kann, war aber gar nicht so, weil die F850 GS bei den Offroad-Passagen, die wir gefahren sind, und es war ein bisschen Single Trail und es war viel Schotterstraße und auch ein bisschen Agatsch dabei, weil es hier in Malaga natürlich geregnet hat. Klar, wenn der Fauli wohin fährt, dann muss es regnen oder Minusgrade haben. Jedenfalls sind wir zuerst Offroad gefahren, Onroad kommt erst. Und beim Offroad-Fahren muss ich sagen, ich meine, wir sind natürlich zu dem Offroad-Bereich auch auf der Straße gefahren, da schon einmal ein großes Lob an die Reifen, also dann nachher Motorrad, jetzt einmal Reifen, Metzeler Karoo 3, der funktioniert auf der Straße auch gut. Das ist nicht so ein arges Singen bei höheren Geschwindigkeiten, das ist noch akzeptabel. Und das Gripniveau ist auch nicht so schlecht, also wir sind auch im Nassen gefahren, oder wir haben im Nassen fahren müssen. Wobei die BMW natürlich da auch sehr brav unterstützt. Sie hat ja einige, viele Elektronik-Features, vor allem das Modell, das ich hier stehen habe, das so ziemlich mit allem ausgestattet ist, was an der F850 GS neu sein kann. Und das ist meiner Meinung nach dieser große Unterschied zu den anderen Modellen, die ich fahren konnte von Triumph und Honda. Bei BMW kann man ein nackiges Modell sich nehmen. Man kann dieses Modell aber mit Zubehörpaketen und auch einzelnen Posten sowas von aufrüsten, dass man einfach alles hat, was man braucht. Also ich sage einmal, das Einzige, was die Triumph Tiger 800 hat, ist eine Sitzheizung. Das kann man bei der BMW nicht dazu nehmen. Dafür hat man 5 verschiedene Sattelhöhen. Hier ist sie jetzt mit 870 die Standard-Sattelhöhe, auf 890 machbar mit der höheren Enduro, mit dem höheren Enduro-Sattel. Mir hat das gepasst, mir hat das gereicht. Und der Unterschied eben zu den Mitbewerbern, dass man die BMW so arg aufrüsten kann mit ganz vielen Gimmicks und Gadgets, die halt leider auch richtig geil sind, die man dazu nehmen sollte. Aber zuerst einmal zum Motorrad selbst, falls jetzt wer glaubt, aha, das ist ein Update der F800 GS, sie nennen sie halt jetzt 850, weil vielleicht der Motor ein bisschen größer ist. Nein, es ist ein komplett neues Motorrad. Es ist eben der Motor mit 853 Kubik vergrößert, parallel 2 Zylinder nach wie vor, aber wir haben 90 Grad Hubzapfenversatz, das heißt, es wird noch mehr der V2 imitiert, das merkt man auch beim Klang, dass das so mehr bollert, wobei ich sagen muss, der Auspuffsound ist für meinen Geschmack, wie wir weggefahren sind beim Hotel, habe ich mir gedacht, ah, naja, also so gut klingt es nicht. Aber bei der Fahrerei merkt man dann, dass es dann einfach auch nicht stört, wenn dieser Auspuffsound nicht so ein orges Knattern ist, sondern die ist einfach gemütlich. Und in diesem Segment der leistbaren Mittelklasse Adventure Bikes ist es, glaube ich, nicht so wichtig, dass der Sound jetzt da ganz arg ist, und man kann ja mit einem Nachrüstauspuff ohnehin nachhelfen. Es ist auch der Rahmen neu, es sind Stahlpressprofile, die eben mehr Torsionssteifigkeit bieten. Es ist, und
ich muss sagen, ich sehe es jetzt nicht auf den ersten Blick. Wahrscheinlich, wenn man die alte daneben steht, will man es ganz gut sehen. Bei der alten war ja der Tank unter der Sitzbank. Wir haben wieder einen vorne verbauten Tank zwischen Lenker und Sitzbank. Und es ist sehr lustig, dass BMW gesagt hat, na, wir haben jetzt eine neue Lösung für den Tank. Ich meine, in Wirklichkeit ist es die Uraltlösung, dass der Tank einfach da vorne ist. Und diese Underseat-Tanklösung war ja eigentlich die etwas ausgefallenere. Man kann sich jetzt denken, dass der Tank unter der Sitzbank logischerweise vom Schwerpunkt her schon besser war, das war weiter unten, aber in Sachen Massenzentralisierung ist er da vorne wieder besser. Also die BMW-Leute haben 4 Jahre an der neuen F850 GS getüftelt und sie haben Millionen Kilometer zurückgelegt und waren relativ früh nach einem Jahr so weit, dass schon die ersten Fahrzeuge gefahren sind und da war einfach schon klar, Tank kommt vorne hin. Und was muss ich noch erwähnen, die Kenner werden es sofort erkennen, der Auspuff ist auf der rechten Seite. Und der Antriebssatz ist auf der linken, also die Kette ist auf der linken Seite. Das hat sich jetzt umgedreht. Das Heck auch durch den fehlenden Tank ein bisschen schmäler. Es hat sich viel getan. Warum der Auspuff auf dieser Seite? Naja, man hat uns bei BMW gesagt, dass es schon angenehmer ist. Der Ständer ist links, man rangiert ein Motorrad meistens auf der linken Seite und somit stört hier kein Auspuff, an dem man sich die Bratzen verbrennen könnte. Ja, Motor. Eben auch neu, 853 Kubik, der alte hatte 798, nach wie vor der Parallel-Zweizylinder, aber wir haben 2 Ausgleichswellen dabei und ich muss sagen, es ist ein richtig angenehmer Geselle, der geschmeidig hochdreht, 95 PS bei 8250 Umdrehungen haben wir, 92 Newtonmeter maximales Drehmoment bei 6250 Umdrehungen. Es besteht auch die Möglichkeit, die F850 GS zu drosseln auf eine A2-Führerschein-konforme Leistung. 48 PS hat sie dann bei 6500 Umdrehungen und 63 Newtonmeter bei 4500 Umdrehungen. Faktenfolge kennt sich aus, ich hoffe, es stimmt. Ist aber jetzt nicht sozusagen das Thema, weil da würde ich dann doch eher zur F750 GS greifen. Das ist ja doch eher das Einsteigergerät, das ich aber auch voll aufrüsten kann. Aber zu der kommen wir später. Die F850 GS in dieser 95 PS-Version, das ist halt, ja, das ist die gute goldene Mitte, sage ich einmal. Das ist nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Mit dem fährt sich's richtig gut. Und ja, jetzt zu dieser Ausstattung, die ich auf meiner heute gefahrenen F850 GS, und ich werde es weiterfahren, habe. Erstens einmal das Dashboard, wir nennen das jetzt Dashboard. Die Armaturen sind ein TFT-Farbdisplay. Kostet gar nicht einmal so viel, das hat mich richtig interessiert und da hat man mir Gott sei Dank Auskunft geben können, wird so knapp 600 Euro kosten, das ist es auf alle Fälle wert. Man hat dann nämlich auch die Connectivity dabei, dass ich übers Handy und übers Navi mich verbinden kann, Musik hören, Anrufe annehmen, Anrufe ablehnen, finde ich eigentlich wichtiger. Man hat dann das ganze Repertoire an Unterhaltung sozusagen, wer es braucht. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Musik hört beim Motorradfahren, aber ich kann mir vorstellen, auf langen Etappen, wofür sich dieses Motorrad ja auch eignen soll, kann das dann schon helfen, wenn man ein bisschen Unterhaltung hat. Jedenfalls das Farb-TFT-Display immer in der schwarzen Version, sage ich mal, also weiße Ziffern auf schwarzem Hintergrund. Und weil ich sie auch oft erwähne, die KTM 1290 Super Adventure S oder R, die haben ein 6,5 Zoll, auch hier 6,5 Zoll Farbdisplay, aber bei der KTM ist es ein weißer Bildschirm, der sich dann bei Fahren im Dunkeln bzw. wenn man in den Tunnel fährt und bei der KTM sogar auch nur, wenn man unter der Brücke durchfährt, in den dunklen Modus wechselt. Dass hier nur der dunkle Modus ist, ich sage einmal, die KTM für mich nach wie vor die Referenz mit dem hellen Bildschirm. Wenn es aber jemanden stört, dass bei der KTM das dann ewig dauert, bis wieder zurückschaltet und dass, wenn man nur unter einer Brücke durchfährt, sich das schwarze Display eben einschaltet, dann ist das ja fast schon besser, weil das bleibt immer dunkel. Der Drehzahlmesser, so eine Sache. Also es ist wirklich ein gutes Display, weil es so schön groß ist. Geschwindigkeit, Ganganzeige, alle Infos richtig gut ablesbar. Drehzahlmesser, sage ich einmal, geht immer besser. Es ist halt so ein imitierter Analoger, schon angenehmer. Aber man kann das auf diesem großen Band auch gut erkennen. Es ist nicht so schlimm. Und natürlich habe ich alle Informationen gut abzulesen, die ich eben auf dieser F850 GS habe, die ich mir natürlich, es tut mir leid, auch im echten Leben dazu kaufen würde. Abgesehen vom Dashboard. Hier ein schlüsselloses Startsystem.
Das heißt, der Schlüssel bleibt in der Tasche. Ich muss mich nur dem Motorrad annähern und kann dann die Zündung einschalten und auch starten. Und die normale F850 GS, wenn sie nackig ist, hat zwei Riding Modes. Das ist Rain und Road. Und ich habe hier noch drauf Rain, Road, Dynamic, Enduro und Enduro Pro, wobei ich auf dieser hier den Enduro Pro Modus habe und dafür den Enduro nicht, weil ich sozusagen mit einem Stecker das freigeschalten habe, den Enduro Pro Modus, der dann das ABS am Hinterrad ganz abschaltet und die Traktionskontrolle auch abschaltet. Und damit bin ich schon mitten in den Elektronik-Features, die man bei der normalen F850 nicht dabei hat. Da ist nur eine ASR. Automatic Stability, ASC, Automatic Stability Control, und ich habe aber die DCT, Dynamic Traction Control hier, das heißt Schräglagen abhängig, und auch das ABS ist das ABS Pro, nämlich mit einem Schräglagensensor, der eben ein Kurven-ABS hilft, in Kurven bremsen zu können, ohne auf die Pappen zu fliegen, sagen wir es, nennen wir es beim Namen. Die Modi, und das finde ich genial an der BMW F850 GS, kann ich hier mit einem Knopf wechseln. Ich muss nicht in irgendein Untermenü reinkriechen, wo ich mich dann vielleicht beim Fahren abgelenkt fühle. Ich gehe hier auf Mode und drücke noch einmal auf Mode und ändere so zwischen diesen fünf möglichen Modi auf der F850 GS. Ich habe einen eigenen Knopf hier für die Griffheizung, die natürlich auch optional ist, beziehungsweise in einem Paket dabei sein kann, wo dann mehrere Sachen zusammengeschnürt werden. Und da muss ich auch sagen, die Pakete bei BMW, man hat das ja oft, dass man so Pakete kaufen kann, die natürlich vom Preis her günstiger sind als einzeln die Dinge. Aber da ist dann immer irgendein Klump dabei, das keiner braucht. Aber auf der BMW ist eh alles sinnvoll und ich will es haben. Daher würde ich sagen, nimmt man da einfach diese drei Pakete und hat so ziemlich alles, was man braucht. Und da habe ich eben den Drehregler, wo ich dann durchs Menü switchen kann. Und so regle ich mir dann wähle ich die Punkte an und habe hier aber eben auch einen Menü-Rauf-Runter-Schalter. Und ich habe natürlich auch an dieser F850 GS verbaut das ESA. Was heißt ESA? Electronic Suspension Adjustment wird das wohl heißen. Gleich, wartet kurz. Ist wurscht. Es ist das elektronisch verstellbare Fahrwerk, das ESA, das ich mir auch in den gewissen Härtegraden sozusagen einstellen kann, aber das mit den Modi auch mit verstellt wird. Das heißt, die Traktionskontrolle, das Motormanagement wird je nach Modus geändert. Das ABS und die Traktionskontrolle, falls ich es noch nicht erwähnt habe, die wird auch je nach Modus abgestimmt auf genau das, was man braucht. Beim Enduro Pro Modus, wie schon gesagt, ABS am Hinterrad abgeschalten, DCT abgeschalten. Da kann man dann eigentlich recht schön driften. Am Vorderrad ist es noch eingeschalten, aber auch mit einem mit Regelintervallen, die im Gelände dann sozusagen nicht dafür sorgen, dass man fix irgendwo runterrodelt. Ja. Ich glaube, das Technische habe ich jetzt einmal erwähnt, knapp über 15 Liter der Tank, der jetzt vorne ist, die Bedienung, das Fahren im Gelände, sage ich einmal, die stehende Position auch sehr angenehm. Die Triumph hat mir eigentlich am besten gefallen, die BMW aber ziemlich auf gleichem Niveau, also man muss nur ein bisschen sich vorbeugen. Bei der Africa Twin muss man es ein bisschen mehr machen, aber das gefällt mir bei der BMW sehr gut, das ist angenehm, es stört nichts, es drückt nichts mit dem Knieschluss sozusagen. Und in der sitzenden Position, das ist ja natürlich so und so ganz gemütlich und angenehm, und ich werde noch auf der Straße dann fahren und werde vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten herausfahren mit den normalen Reifen. Was mir jetzt aber schon auffällt, und das ist eigentlich der einzige Kritikpunkt, den ich anbringen möchte, die F850 GS hat zwar schon die höhere Scheibe, es gibt noch eine niedrigere, die F750 ab Werk hat, F750 GS, und die F850 hat eine höhere Scheibe, die aber meiner Meinung nach schon viel zu tief ist. Also das finde ich nicht richtig, dass man da eine so tiefe Scheibe hingibt. Es gibt noch eine höhere, die man dann als Zubehör nehmen kann. Okay, das kostet nicht viel Geld, aber trotzdem, ich hätte da eine höhere Scheibe hergegeben. Und ja, sie ist nicht verstellbar. Also
da muss man schon sagen, bei der Africa Twin auch nicht, aber da ist die Triumph dann schon ein bisschen besser. Klar, man will sich von der R1200 GS ein bisschen distanzieren, das Topmodell, da muss das Modell drunter ein bisschen schlechter sein wahrscheinlich. Bei Triumph hat ja die Tiger 1200 ein elektrisch verstellbares Windschild, das heißt, da darf die Kleine halt ein verstellbares haben, ohne elektrische Verstellung. Und bei der F850 GS ist die Scheibe halt zu nieder und nicht verstellbar. Aber ja, das ist Geschmackssache, man kann sich die Höhere ja drauf tun. Der LED-Scheinwerfer, der jetzt... ich finde halt, dass er optisch sich nicht arg von der alten entfernt. Klar, auch durch den Entenschnabel schaut sie sehr der vorherigen ähnlich, auch diese Flyline auf der Seite. Aber der Scheinwerfer LED und mit so einer schönen liegenden Stimmgabel, das schaut richtig gut aus. Und ein Herr von BMW hat mir eben vorher erklärt, der ist jetzt fix dabei. Also der ist in der Serie bei beiden F57 und F850 GS. Und daher wird am Preis noch ein bisschen was angepasst. Aber der Deutschlandpreis wird sich bei knapp unter 12.000 Euro bewegen. Ich glaube, da waren 11.700 kalkuliert. Jetzt werden vielleicht 200, 300 dazukommen für diesen LED-Scheinwerfer. Also knapp unter 12.000, aber aufpassen, das ist halt die nackige, die nur zwei Riding-Modes dabei hat, ein normales ABS und diese die Schlupfregelung, Stabilitätskontrolle und die richtig guten Sachen, das Kurven-ABS und die dynamische Traktionskontrolle, also die kurvendynamische und die mehr Riding Modes und vielleicht auch das ESA-Fahrwerk, das kann man sich aufrüsten und das muss man meiner Meinung nach aufrüsten, weil sie nur so richtig viel Spaß macht. Na, Spaß macht die andere auch, weil es der gleiche, weil der Motor gleich bleibt, aber so Luxus-Gadgets, die will man halt schon haben und die machen eigentlich so ein Motorrad richtig interessant. Farbgebung hier gefällt mir sehr gut, ist auch eben dieses elegante Weiß, das ich jetzt schon ein bisschen angesabbert habe sozusagen. Die goldenen Felgen, ich meine, das schaut sehr stylisch aus. Da kupfern sie alle ein bisschen voneinander ab. Ich weiß jetzt nicht, wer da der Erste war. Die Africa Twin schaut ja so ähnlich aus. Ja, wenn ich es eben jetzt wirklich die alle vergleichen muss, von der Optik her taugt mir die Africa Twin am meisten. Aber bitte, ich will da jetzt niemandem irgendwie was einreden. Das ist echt Geschmackssache und ganz subjektiv. Aber die BMW hat sich weiterentwickelt und die Triumph ja auch, aber die nicht so sehr, sage ich einmal, wie vielleicht die Africa Twin. Aber so von der Fahrerei her im Gelände jetzt einmal F850 GS. Nichts Schlechtes, vor allem für das, was wir gefahren sind. Und vielleicht ist es ja auch wirklich gut, dass ich einer bin, der das jetzt nicht so richtig gut kann, weil ich dann sagen kann, naja, für sowas ist sie echt gut, weil die Orgen Cracks, die natürlich mit sowas auch viel besser fahren können, die denken sich wahrscheinlich bei jedem Meter, mein Gott, könnte ich jetzt nicht so eine Lion Hard Enduro haben mit 120 oder 110 Kilo und nicht so ein Schlachtschiff unter Anführungszeichen mit über 200 Kilo. Aber wie gesagt, es macht richtig viel Spaß und von BMW aus ist es ja jetzt eigentlich das geländegängigste Modell, die F850 GS, weil die R1200 GS, muss man zugeben, mit ihrem tieflingen Boxermotor hat sie einen angenehmen Schwerpunkt, aber die Boxerzylinder, die sind schon sehr ausladend und da kommt man nicht überall durch. Also ist eigentlich die F850 GS jetzt die Referenz geländemäßig, weil es eine G450X nun mal nicht mehr gibt. Das war ein kurzer Ausflug von BMW in das Hard Enduro-Segment, wo viele gesagt haben, das ist ja eh schon fast ein Motocrosser, so wie sich die fährt. Dann der Ausflug mit Husqvarna in die Offroad-Sparte, die, ja, wie wir alle wissen, dann an KTM verhökert wurde. Also F850 GS von BMW eigentlich das Offroad-Aushängeschild und hat auch richtig gut und richtig viel Spaß gemacht. Und wie es Onroad weitergeht, dazu kommen wir in Kürze. Ja, was ich natürlich auf alle Fälle euch bitten möchte, ist den YouTube-Kanal, unseren YouTube 1000 PS-Kanal zu abonnieren, dann habt ihr alle Videos, die ihr braucht und ihr braucht alle frei ausgeliefert. Das kostet nichts, ihr braucht euch nur anmelden. Ist nicht viel Arbeit, macht das, dann kriegt ihr alle Videos. Es kommen ja noch eine ganze Menge. 2018 ist wieder mal ein guter Jahrgang. Und wie heißt es so schön, Moderator wurde eingekleidet bei den Nachrichtensendungen. Ich trage eine Rucker-Kombi, Reeler. Ich habe mir gedacht, für BMW das passt. Das ist also nicht spießig, sondern doch eher was Feineres, Eleganteres. Den Showhelm, den ihr vielleicht schon kennt, VFX
WR, das neue Modellnachfolger vom VF XW in einer extrem geilen Farbe. Ich glaube, meine Farben blau-gelb. Eine schöne Spy-Brille. Ich hoffe, dass die Xaris jetzt wirklich viel davon verkaufen. Wir haben ein bisschen herum nicht geraunt, sondern gesagt, na, und glaubst du, dass wir da jetzt mehr verkaufen? Ja, ich hoffe doch. Enduro-Stiefeln, auch vom Xaio, die Gaerne Balance. Und, tada, ich muss ein bisschen aufziehen. Meine Six, ich hoffe, man spricht das so aus, Six oder 6S. Ich glaube nicht, dass das 6-2 heißt. Nein, das 6, meine schöne 6-Unterwäsche, die richtig angenehm ist. Also ich habe das jetzt einmal alles ausprobiert. Realer heißt diese Rucker-Kombi und ist richtig leer und richtig angenehm. Ich habe die Belüftungsöffnungen aufgemacht und jetzt wird es aber schon ein bisschen frischer. Und für die Straßenfahrerei, wer sich dann wieder zumachen, geht ja alles ganz leicht. Nicht billig, aber gut. So, meine Lieben. Ich habe euch von den Offroad-Qualitäten der BMW F850 GS vorgeschwärmt und ich habe gesagt, ich bin ja auch schon ein bisschen Onroad gefahren mit den, wie soll ich sagen, Stoppelreifen von diesen Karoo, Metzeler Karoo 3. Und ich dachte mir, ja, ich werde jetzt zur Onroad-Fahrerei nicht mehr so viel verlieren müssen oder zur Onroad-Fahrerei. Aber es war so geil jetzt, also es war wirklich ausgezeichnet, die Fahrerei. Das macht schon sehr viel Spaß und ich muss sagen, was mich besonders beeindruckt, ist die ganzen, also ich kenne kein Motorrad mehr, es werden keine neuen Motorräder mehr präsentiert, die schlechte Bremsen haben. Das haben es Gott sei Dank alle schon im Griff, aber folgt mir bitte nach unten. Es ist eine nur 305er Doppelbremsscheibenanlage mit zwei Kolben und das ist extrem angenehm bei so einem Motorrad, dass das überhaupt nicht zu giftig reinfährt, aber doch so, dass man auch eine sportliche Fahrerei absolvieren kann. Also da dieser schwarze Asphalt hinter uns ist unfassbar, wie viel Grip da in Spanien auf den Straßen ist. Wir haben da brav eingezahlt sozusagen, dass wir das hier nutzen können. Viele von euch können es wahrscheinlich nicht nutzen, also das zahlt sich echt aus, nach Spanien auf Urlaub zu fahren, mit dem Motorrad oder da ins Mieten. Jedenfalls die F850 GS, trotz ihres großen Rades, 21 Zoll, 90-90-21, das ja logischerweise fürs Gelände besser ist, macht auch auf der Straße irrsinnig viel Spaß. Wir haben jetzt halt andere Reifen drauf. Hier ist der A41 von Bridgestone, der glaube ich erst in ein paar Wochen präsentiert wird. Na, hier ist er halt schon oben und hier funktioniert er wirklich ausgezeichnet. Wir haben leider dazwischen ein bisschen Tröpfeln gehabt. Da muss man zwar natürlich aufpassen, aber mit den Reifen, ich habe nichts gehabt. Ich meine, ich habe auch die Traktionskontrolle noch zur Sicherheit, aber die haben das alles geschafft. Und wie es trocken war, da kannst du super geil umlenken. Die langen Federwege, na gut, beim Orgen anbremsen spürt man es schon vorne 204 mm, hinten sind es 219. Kann man aber verkürzen, wird man aber wahrscheinlich nur machen, wenn man ein kleinerer Pilot ist, um jeweils 20 Millimeter. Aber ich muss schon sagen, auch das Fahrwerk sehr, sehr angenehm eigentlich zum sportlichen Fahren. Und eben der große Reifen wird halt wie schon bei den anderen Adventure Bikes der Mittelklasse, die ich eben vorher getestet habe, die beiden, macht, dass der breitere Lenker wieder wett ist. Es gibt im Übrigen die Möglichkeit bei BMW, na klar, was gibt es da nicht sozusagen an der F850 GS zu ändern? Es gibt zwei verschiedene Lenker, die man sozusagen montieren kann. Der eine ist dann noch ein bisschen höher. Aber der drauf montiert ist, der Standardlenker, der ist schon in einer echt angenehmen Position, eben sowohl fürs Offroaden, aber auch fürs Onroad-Fahren. Also ich habe mich wirklich wohlgefühlt. Es ist ein Motorrad, das eben auch Onroad extrem viel Spaß macht. Und was mir noch einfällt, weil ich sage, dass die Straßen so schön sind. Wir sind aber von dem Offroad-Gelände bis zum schönen Asphalt so ganz, ganz schlechte Straßen gefahren, wo so Fleckerlteppich waren. Und da ist so ein Motorrad halt Gold wert, weil da kannst du dann durch die langen Federwege und durch diese angenehme Sitzposition noch viel wegfiltern, beziehungsweise das Motorrad filtert es weg. Aber du kannst auf allen Wegen sozusagen mit so einem Motorrad fahren. Na gut, ich bin ja ohnehin großer Fan dieser Adventure-Kategorie. Da seht ihr jetzt auch schön den Schnabel, der halt so typisch ist für die Bayerische. Und wie gesagt, die Bremsanlage durchaus akzeptabel. Ich brauche da keine sportlichere. Ich will da eine einfach nur, weißt du, also wisst ihr, man denkt sich 305er Scheiben, zwei Kolben, naja, ob das gut funktioniert. Es funktioniert die hintere eigentlich
auch gut. Ich meine, die brauche ich auf der Straße nicht unbedingt. Offroad habe ich sie dann auch gefunden beim ersten Aufsitzen. Wie ich es gesucht habe, habe ich mir gedacht, oh, wo ist denn da der Bremshebel? Der ist ein bisschen weit innen oder weit nach innen geraten. Ja, aber da gewöhnt man sich dran. Also man fährt nur zweimal sozusagen ins Leere und dann weiß man schon, dass der Bremshebel eh da ist, wo er auch eigentlich hingehört, weil im stehenden Fahren findet man ihn tadellos und gut. Also eigentlich muss ich sagen, auch von der F850 GS BMW bin ich sehr begeistert. Das ist ein gutes Motorrad. Er bereichert das Adventure-Segment, ist eindeutig eine starke Verbesserung zur F800 GS. Es ist eben viel gemacht. Also Sie sagen, es ist wirklich ein ganz neues Motorrad, mit dem, ja, wenn der Rahmen neu ist, wenn der Motor neu ist, wenn der Tank woanders positioniert ist, das ist was Neues. Und es schaut halt der alten schon recht ähnlich, aber wenn man die nebeneinander stellt, dann sieht man schon, dass die neue, vor allem mit dem LED-Licht da vorne, schaut sehr cool aus. Ich habe es jetzt wieder abgeschaltet, ich schalte es noch einmal kurz ein, schaut mal. Und das ist schon was Geiles, ist was Cooles, schaut gut aus. Obwohl, BMW hat gesagt, es ist so wie eine Stimmgabel, ich meine, es gehört eher Yamaha, finde ich, die Stimmgabel. Sagen wir, es ist ein Sechskantschlüssel, so damit auch ein bisschen dieses selber Schrauben ein bisschen mit rein spielt. Und ja, danke fürs Zuhören, ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel geplappert, aber es ist ein gutes Motorrad, ihr merkt es bei mir immer, wenn ich begeistert bin. Und von der F850 GS war ich tadellos überzeugt und bin begeistert. Und ja, schaut euch unsere anderen Videos an. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs lange Zuhören. Tschüssi!